So, wir ziehen jetzt eine Seite auf bei eine neue Seite bei der Klangwiege. Okay. Seite ist schon geschnitten und wird jetzt in das Loch eingeführt Hier, da rein. vom Wirbel. Okay. Wie weit? Ja, dann hier zurück. Das gerade noch spürst und dann im Uhrzeigersinn 3, 4 Umdrehungen. Die Saite wird dabei mit der Hand festgehalten, damit kann man die führen und dann auf der anderen Seite wieder einspannen. Gut festhalten dabei. So, die Saite ist jetzt zu lang, die wird dann 5 cm weiter abgeschnitten. Hier festhalten, damit sie nicht wegrutscht. Und dann wieder im Uhrzeigersinn. Und gut, das hier hochdrücken. Stimmen. Die Saite, während man rüber geht, gut auf Zug halten, an den nächsten Wirbel da dran das anpassen. Circa 5 cm hinter dem Wirbel abknipsen. Immer noch gut festhalten. Dann die Hand wechseln, damit man mit der linken Hand durch das Loch kommt. Und wieder so weit zurückziehen, dass es ein Stückchen rausguckt. Mit dem Daumen dagegen drücken. Quatsch. Ich brauche den Schlüssel. Und dann wieder im Uhrzeigersinn drehen und den Draht hinter das Loch legen. So lange drehen, bis sie einigermaßen fest ist. Dann kann man noch leicht ein bisschen auf Zug gehen. Anspielen. Jetzt ist sie zu hoch. Die Saite wird durch das Loch im Wirbel gesteckt, sodass sie hinten ein Stückchen rausguckt. Dann hier mit dem Zeigefinger gut festhalten und mit dem Stimmschlüssel drehen. Und dabei die Saite hier auf den unteren Teil des Wirbels rollen. 3 bis 4 Mal drehen. Gut auf Zug halten. Und damit rüber zur anderen Seite gehen. An den zweiten Wirbel anhalten, circa 5 cm danach abknipsen. Hier immer gut auf Zug halten, wieder durch das Loch stecken. So weit zurückziehen, dass nur ein Stück rausguckt. Und am besten hier so ganz leicht anknicken, dann rutscht es nicht raus. Und dann wieder mit dem Stimmschlüssel drehen. Und den Draht wieder hinter das Loch aufwickeln lassen. Bis er gespannt ist. Stimmen.